nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Friedrich Hölderlin, Philosoph und Dichter der Romantik. Was ist denn nun dieses Sentimentale? Das, was uns anspricht, wo das Gefühl herrscht. Und zwar nicht ein sinnliches, sondern ein geistiges. Die Quelle und Seele aller dieser Regungen ist die Liebe. Und der Geist der Liebe muss in der romantischen Poesie überall unsichtbar sichtbar schweben. Der Denker und Schriftsteller Friedrich Schlegel. Die erste Idee ist natürlich die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Mit dem freien, selbstbewussten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt aus dem Nichts hervor. Die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus Nichts. Aus dem sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus, verfasst von den Philosophen Friedrich Hölderlin, Georg Wilhelm Hegel und Friedrich Schelling. Romantisch ist die Hingabe an die innere Stimme, an das Gefühl, an das Verständnis der großen Zusammenhänge, die jenseits des mathematisch, logisch und vernunftmäßigen Verstandes liegen. Der Karlsruher Philosoph und Schriftsteller Frieda Lauksmann. Wenn wir heute von Romantik oder romantisch sprechen, meinen wir zumeist Stimmungen, die mit Sehnsucht, Verliebtsein und Nestwärme zu tun haben. Eine Musik, die uns zu Herzen geht, eine Landschaft bei Sonnenuntergang. Doch Romantik war einst mehr als eine Liebeserklärung bei Kerzenschein. Kulturgeschichtlich und philosophisch war sie der intensive Versuch, eine Welt wieder zu verzaubern, die von den Naturwissenschaften entschleiert worden war. Und wie jede Epoche, so hat auch die Romantik eine Vorgeschichte. Der Anfang der Romantik ist selbst romantisch. Denn an ihrem Beginn steht eine Seereise von Riga nach Frankreich im Jahre 1769. Unternommen wird sie von dem Theologen Johann Gottfried Herder. Der junge Prediger entflieht der provinziellen Enge der baltischen Stadt und weiß eigentlich nicht so genau, wo er hin will. Auf dem Schiff kommen Herder Gedanken, die charakteristisch sind für die Stimmung seiner Epoche. Aufbruch in die Weite, Gefühl von Unendlichkeit, Sturm und Drang. Ich gefiel mir nicht als Gesellschafter, weder in dem Kreise, da ich war, noch in der Ausschließung, die ich mir gegeben hatte. Die Sphäre war für mich zu enge, zu fremde, zu unpassend. Und ich für meine Sphäre zu weit, zu fremde, zu beschäftigt. Ich gefiel mir nicht als Bürger, da meine häusliche Lebensart oft ekle Ruhe hatte. Wann werde ich so weit sein, um alles, was ich gelernt, in mir zu zerstören und nur selbst zu erfinden, was ich denke und lerne und glaube? Und so ward ich Philosoph auf dem Schiffe. In der Folgezeit träumt nicht nur Herder davon, dem Leben mehr Bedeutung zu verleihen und die ekle Ruhe gegen ein Leben voll tieferer Empfindungen einzutauschen. Denn die Welt hat sich verwandelt. Die Vernunft soll das religiöse Gefühl ersetzen. Naturwissenschaftliche Erklärungen der Welt und des Menschen werden zunehmend als einziges Erkenntniskriterium gesehen. In den Wissenschaftstheorien des Briten Francis Bacon und des Franzosen René Descartes kommt der Mensch nicht mehr vor. Eine Weltsicht setzt sich durch, in der das Dasein nach einem mechanischen Prinzip gesehen wird. Alle Probleme, auch die der Seele, lassen sich wie eine defekte Uhr auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Bezeichnenderweise lautet der Titel eines damaligen Bestsellers »Der Mensch als Maschine«, verfasst von Julien de la Mettrie. Bei dieser Sichtweise bleibt einiges auf der Strecke. Verloren geht das Gefühl, dass die Welt ein großer Kosmos ist, der durch einen Sinn zusammengehalten wird. Die Romantik hat dem entgegenzusetzen, dass man sich der Allmacht der Vernunft nicht in allen Regeln in aller Hinsicht anvertrauen kann. Dass man das Gefühl für die großen Zusammenhänge, für die Geschichte, für das Eindringen in die Geschichte verstehen muss und dass man dieses Gefühl entwickeln muss, das Innerlichwerden, das Gefühl des Ahnen, das sich einstellen auf die Unsicherheiten, auf die Schwankungen des Geistes, dass das eigentlich einen wahren Fortschritt im Denken und auch in der Freiheit des Menschen mit sich bringen kann. So könnte man das sagen, obwohl man kann die Romantik ja auch nicht so definieren, dass man sie auf einen Punkt bringen kann. Das war ja eine Zeitbewegung, die alle möglichen Strömungen und Zusammenhänge hervorgebracht hat.
Denn kaum eine Denkrichtung ist so wenig in eine Form zu gießen wie die Romantik. Nirgends ist die Spurensuche so aufwendig. Bereits der Ursprung des Wortes romantisch ist nebulös. In Lingua Latina, also in der gelehrten Sprache der damaligen Zeit, waren Bücher meist verfasst. Vor allem in Frankreich entstand jedoch parallel dazu eine Bewegung, die Bücher in der Volkssprache schrieb, in Lingua Romana. Das französische Wort Roman wurde für einige deutsche Denker und Schriftsteller zum Etikett einer Betrachtung der Wirklichkeit, die Geheimnisse nicht wissenschaftlich lösen, sondern bewusst erhalten will. Das Rätselhafte, Mysteriöse sollte stattdessen in allen menschlichen Belangen aufleuchten und als das Wesen der menschlichen Existenz gesehen werden. Daraus entstand die wohl bekannteste Definition von Romantik. Sie stammt von dem Bergbauingenieur, Schriftsteller und Philosophen Friedrich von Hardenberg, der sich selber Novalis nannte, lateinisch für Neuland. Die Welt muss romantisiert werden. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Ausgangspunkt der Romantik war die Ansicht, dass die Welt immer kälter wird und ihre Bewohner seelisch verarmen. Der Lärm von Vernunft und Wissenschaft, so der Befund der Romantiker, mache die Menschen taub für den Traum, die Fantasie, das Unbewusste. Verbanne die Religion in ein Reich der weltfremden Spinnerei. Dieser Widerspruch zwischen rauer Verstandesherrschaft einerseits und der Verletzlichkeit des Menschen andererseits wird von den Romantikern als Krise empfunden. Die Romantik ist der Versuch einer kulturrevolutionären Antwort auf eine umfassende Epochenkrise. Der Trierer Literaturwissenschaftler Herbert Uehrlings. Umfassende Epochenkrise bedeutete für die Romantiker aus heutiger Sicht, dass sie das Gefühl hatten, dass die Entwicklung in Europa, wie man in dem Fall sagen kann, denn Europa war der Denkhorizont, nicht einfach nur Deutschland, dass Europa insgesamt in eine Krise geraten war. Das hatte verschiedene Gründe. Aus heutiger Sicht steht im Vordergrund Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche, Ausdifferenzierung dessen, was aus Sicht der Romantiker vorher noch durch politische, philosophische, religiöse Ideen zusammengehaltenes Eines war. Ausdifferenzierung bedeutet Trennung, Unterscheidung und Spaltung. Und genau das geschieht gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Bereiche werden zunehmend von ihrer Verflechtung mit der Religion gelöst. Es entstehen von den Kirchen unabhängige Institutionen. Spiritualität wird unter dem Eindruck der aufklärerischen Philosophie als Geisterseherei denunziert. Die Romantiker diagnostizieren deshalb einen Riss, der mitten durch die Welt und die Herzen geht. Sie streben nach Heilung dieses Bruchs, den nach ihrer Ansicht jeder Mensch in sich selbst erlebt, beschreiben ihre Fremdheit in einer gespaltenen Lebenswelt. Einer Welt, aus der Gott, das Wunderbare und das Staunen zugunsten einer Mentalität verschwinden werden, die alles erklären zu können glaubt. Und dabei sind die Romantiker sehr produktiv. In Kunst, Literatur, Musik und Philosophie. Dorothea, August und Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck, Caspar David Friedrich, Bettine und Achim von Arnim, Clemens Brentano, Friedrich Schelling, Johann Gottlieb Fichte, Caroline von Günderode, Josef von Eichendorff, Jean-Paul, Friedrich Schleiermacher. Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Du wärst der denkende Mensch nicht, wärst du nicht der leidende, der gärende Mensch gewesen. Friedrich Hölderlin in seinem Buch Hyperion. Krise hat jetzt aber auch bedeutet, analog zu dem Wortgebrauch in der Medizin, es sind gleichzeitig alle Möglichkeiten da, die Krise zu überwinden. In der Medizin ist die Krise der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Krankheit einen negativen, gar tödlichen Verlauf nimmt oder einen guten Verlauf nimmt, der zur Genesung führt. Und genauso haben insbesondere die Frühromantiker ihre eigene Zeit gesehen. Das ist die Konstellation, die zu erklären hilft, warum hier so viel Aufbruchstimmung gewesen ist, trotz, gerade wegen der Krise. Die Romantik setzt in dieser Aufbruchstimmung auf das unabhängige Ich, das sich den Zwängen der Zeit nicht unterwirft. Dieses Ich besteht jedoch nicht nur aus Verstand, sondern vor allem aus Gefühlen. Unser Kopf sucht nach systematischen und logischen Erklärungen, unser Herz dagegen nach Geborgenheit und Vertiefung.
Die Romantiker wollen die Sinnesempfindung gegenüber dem Denken stärken, machen sich allerdings keine Illusionen darüber, dass das eine ohne das andere nicht geht. Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben und keins zu haben. Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden. Friedrich Schlegel. Die Romantiker haben sich befreit. Sie hatten das Gefühl, wir müssen uns von diesen Zwängen lösen und ein freies Leben führen, auch geistig. Und das hat dem Menschen wieder ein Gefühl für sein kreatürliches Dasein gegeben. Und da muss man kein Spinner sein, um so etwas zu empfinden. Im Gegenteil, auch heute werden die Leute, die so langsam wieder das rein Rationale und Mechanistische überwinden, es nicht ablehnen, aber sagen, das ist noch nicht das ganze Leben. Wenn ich für die höhere Mathematik schwärme, bin ich auch nicht gegen das kleine Einmaleins. Ich kann nicht alles mit der Vernunft entscheiden. Denn wenn ich mit der Vernunft entscheide, kann ich nur die Informationen nutzen, die mir bekannt sind, die ich wissentlich kenne. Wenn ich aber aus dem Herzen entscheide, dann kann ich all das empfinden, was mir irgendwie aus dem Unbewussten, aus Erinnerungen, aus Gedanken, die ich gar nicht mehr kenne und erfahren kann, wieder verwenden. Ich kann es in meine Entscheidung einbeziehen. Und das ist das Wichtige. Wir dürfen uns nicht auf die Informationen für unsere Entscheidung beschränken, die uns verstandesmäßig zur Verfügung stehen. Eine Tatsache springt ins Auge, wenn man sich mit dem Denken der Romantik auseinandersetzt. Es gibt keine klare Trennung zwischen Philosophie, Theologie, Literatur und Poesie, wobei letztere geradezu als Organ der Philosophie gesehen wird. Maßgebend für diese Ansicht ist der Philosoph Friedrich Schelling, einer der wenigen Hauptdarsteller der Romantik, die nicht literarisch arbeiteten. Der Philosoph muss ebenso viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Die Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsere Buchstabenphilosophen. Romantisch ist auch die Idee, dass Philosophie und Poesie eine spirituelle Aufgabe zukommt, die Wiederverbindung des Menschen mit Natur und Schöpfung. Denn diese Verbindung war nach Ansicht der Romantiker durch die Abkoppelung des Lebens vom Religiösen verloren gegangen. Nur eine Verbindung von Ästhetik, Dichtung und Philosophie sei in der Lage, dem Menschen bei seiner Sinnsuche zu helfen. Wie ein roter Faden zieht sich deshalb ein Projekt durch fast alle Erzeugnisse der romantischen Philosophie und Literatur. Die Suche nach dem absoluten Buch, das alles in sich vereinigt, was den Menschen und seine Welt ausmacht. Die Idee eines absoluten Buches ist sicherlich ein generelles Charakteristikum aller Philosophien. Die Idee eines absoluten Buches ist sicherlich auch charakteristisch für viele Religionen. Sie ist charakteristisch für alle Bemühungen, so etwas wie ein absolutes Wissen zu erzeugen. So sind die romantischen Erzähler gleichzeitig auch immer Philosophen, die unterschiedliche Positionen der Zeit artikulieren. In Novales Roman Heinrich von Ofterdingen wird der Romantische dem wissenschaftlichen Menschen gegenübergestellt. In E.T.A. Hoffmanns Kater Murr macht sich der Autor über die Philosophie Georg Wilhelm Hegels lustig. Hölderlins Briefroman Hyperion ist eine messerscharfe Untersuchung mit romantischen Mitteln, wie ein Mensch an der Welt und der Zeit verzweifelt. Es ist charakteristisch für die Kunst, dass sie ganz enge Beziehungen zur Philosophie aufweist. Wenn man einen Roman nimmt wie den Heinrich von Ofterdingen, da sieht man dann, dass philosophische Positionen von Platon bis zur Gegenwart zitiert werden. Und sie werden nicht einfach nur zitiert, sondern sie werden in Form von Gesprächen miteinander kombiniert. Es ist Aufgabe des Lesers, auf diese Stimmenvielfalt so zu reagieren, dass er weiterdenkt. Dass die Grenzen zwischen Kunst und Leben aufgelöst werden sollen. Dass das Leben, wie Novalis sagt, ein von uns gemachter Roman werden soll. Leben als Kunst, Lebenskunst, das gehört ganz elementar dazu. Sonst wäre die Romantik nicht Romantik. Das Wahre wurde von den Romantikern nicht im Intellektuellen gesehen, sondern in der Fähigkeit, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Sie immer wieder in einer Welt zur Sprache zu bringen, in der Emotionen als weltfremd galten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Natur. Sie ist es, mit der der Mensch sich wieder versöhnen soll, um ein vollständigeres Wesen zu werden. Eine geradezu moderne Position, wenn man an die heutige Naturzerstörung denkt. Einige der Romantiker, die die tiefen Wunden der Welt heilen wollten, sind daran zerbrochen. Friedrich Hölderlin lebte die letzten Jahrzehnte seines Lebens in geistiger Verwirrung,
Caroline von Günderode beging Selbstmord. Schelling, Fichte und Schleiermacher wurden lange Zeit angefeindet, schikaniert und verleumdet. Hinzu kommt, dass mit der Romantik zum ersten Mal in der Geistesgeschichte die Frauen als Denkerinnen und Autorinnen zur Kenntnis genommen werden. Neueren Forschungen zufolge muss ihr Einfluss auf das Denken dieser Epoche enorm gewesen sein. Caroline Schlegel war nicht unwesentlich an der Shakespeare-Übersetzung ihres Mannes August beteiligt. Hölderlins Hyperion wäre vielleicht nie geschrieben worden ohne eine tiefe und geheimnisvolle Beziehung zu einer Frau namens Suzette Gontard. Caroline von Günderodes Erzählungen ist es zu verdanken, dass wesentliche Teile der romantischen Philosophie in eine allgemeinverständliche literarische Form gebracht wurden. Vollkommen wahr ist also nur das Ewige, das keinem Wechsel der Zeiten und Zustände unterworfen ist. Die Schönheit ist der äußere Ausdruck des erreichten Gleichgewichtes mit sich selbst. Die Liebe ist die Versöhnung der Persönlichkeit mit der Allheit. Doch trotz der maßgeblichen Rolle der Frauen in den romantischen Zirkeln darf man sich über eines nicht täuschen. Der damaligen Zeit entsprechend kann von Gleichberechtigung der Frauen in der Romantik nicht die Rede sein. Bei aller Opposition gegen den Zeitgeist schwammen die Männer der Romantik in dieser Hinsicht mit dem gesellschaftlichen Strom. Wir haben philosophisch hoch ambitionierte Autorinnen, wie etwa Caroline von Günderode. Wir haben politisch engagierte Autorinnen, wie etwa Bettine von Arnim mit ihrem Armenbuch. Wir haben die Rolle der Jüdinnen in den Berliner Salons, die enorm wichtig gewesen sind für die Entwicklung der Romantik. Man muss allerdings auch sagen, Frauen spielen auch eine Rolle in der zweiten Reihe. Dafür haben die Männer zum Teil gesorgt. Es enthält zum einen emanzipatorische Züge, etwa wenn es darum geht, die Liebe gegen die Ehe zu verteidigen, wie Schlegel das in bahnbrechenden Texten theoretischer, aber auch literarischer Art getan hat. Weiblichkeit wird aber auch, da sind die Romantiker einfach Teil der sattsam bekannten Kodierung von Weiblichkeit um 1800. Weiblichkeit wird auch zu einem Marker für Natur, Natürlichkeit, Privatheit, was immer impliziert Ausschluss aus der Sphäre der Öffentlichkeit, der Autorschaft, der Politik und so weiter. Das sind die problematischen Kehrseiten einer Idealisierung von Weiblichkeit. Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Friedrich von Hardenberg alias Novalis. Das, was nicht zum Ding, zur Sache gemacht werden kann, suchen. Und dabei immer wieder auf eine Wirklichkeit zu stoßen, in der nur Sachliches, die Fakten, gelten. Novalis Satz ist das Fazit einer verzweifelten Suche. Denn die Romantik war eine Suchbewegung, entstanden aus der Sorge, dass der Mensch sich selbst aus dem Blick verliert. Auf Wissenschaft und entstehende Technik hatten viele Menschen mit Hilflosigkeit und Angst reagiert. Verlorenheit war das vorherrschende Gefühl. Aber auch das Streben nach Allheit, nach Verbundenheit mit dem Kosmischen, dem Unerklärbaren und dem Unvordenklichen, wie Friedrich Schelling es nannte. Gemeint ist damit ein Befinden, was nicht rational, also vom Verstand, begründet und erklärt werden kann. Denn Denken wurde von den Romantikern in erster Linie als Gefühl gesehen. In ihren Büchern drückt sich das meist nicht in einer klar strukturierten Handlung aus, sondern vielmehr in der Anhäufung von symbolischen Orten, an denen mysteriöse Dinge geschehen. Nebelverhangene Wälder, mittelalterliche Schlösser und Klöster, die Kreidefelsen auf Rügen. Ich fühle in mir ein Leben, das kein Gott geschaffen und kein Sterblicher gezeugt. Ich glaube, dass wir durch uns selber sind und nur aus freier Lust so innig mit dem All verbunden. Friedrich Hölderlin. Kritik an der Romantik entzündete sich vor allem an einem Verhalten, das man heute als Eskapismus bezeichnet. Weltflucht, Abtauchen in die private Umgebung, die Idylle der eigenen Vorstellungen und Wünsche. Tatsache ist, die Romantiker waren eingefleischte Individualisten, die sich ihre eigenen Gefühle nicht nur sehr zu Herzen nahmen, sondern sie regelrecht als Arbeitsgrundlage sahen. Damit setzten sie sich dem Vorwurf aus, nur an sich selbst zu denken und sich ein Wolkenkuckucksheim zu konstruieren. Was macht die Romantik aber dennoch bis heute attraktiv und spannend? Denn die Bücher von Hölderlin, Brentano oder Jean-Paul werden immer noch gelesen, und das Adjektiv romantisch ist einer der am meisten verbreiteten kulturgeschichtlichen Begriffe. Die Romantik ist die große Alternative zum reinen Vernunftdenken. Und
Der Mensch hat eine Sehnsucht nach dem Überirdischen, nach den großen Zusammenhängen, nach dem Weltganzen, in das er sich einschwingen kann. Und diese Sehnsucht, die wird in der neuen, gegenwärtig überwiegend rationalen Welt nicht erfüllt. Das war schon damals so. Und ich meine, ich spüre eine neue Art, vielleicht nicht von Romantik, aber von einem solchen Bedürfnis heranwachsen. Lösen, sondern bewusst erhalten will. Das Rätselhafte, Mysteriöse sollte stattdessen in allen menschlichen Belangen aufleuchten und als das Wesen der menschlichen Existenz gesehen werden. Daraus entstand die wohl bekannteste Definition von Romantik. Sie stammt von dem Bergbauingenieur, Schriftsteller und Philosophen Friedrich von Hardenberg, der sich selber Novalis nannte, lateinisch für Neuland. Die Welt muss romantisiert werden. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Ausgangspunkt der Romantik war die Ansicht, dass die Welt immer kälter wird und ihre Bewohner seelisch verarmen. Der Lärm von Vernunft und Wissenschaft, so der Befund der Romantiker, mache die Menschen taub für den Traum, die Fantasie, das Unbewusste. Verbanne die Religion in ein Reich der weltfremden Spinnerei. Dieser Widerspruch zwischen rauer Verstandesherrschaft einerseits und der Verletzlichkeit des Menschen andererseits wird von den Romantikern als Krise empfunden. Die Romantik ist der Versuch einer kulturrevolutionären Antwort auf eine umfassende Epochenkrise. Der Trierer Literaturwissenschaftler Herbert Uehrlings. Umfassende Epochenkrise bedeutete für die Romantiker aus heutiger Sicht, dass sie das Gefühl hatten, dass die Entwicklung in Europa, wie man in dem Fall sagen kann, denn Europa war der Denkhorizont, nicht einfach nur Deutschland, dass Europa insgesamt in eine Krise geraten war. Das hatte verschiedene Gründe. Aus heutiger Sicht steht im Vordergrund Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche, Ausdifferenzierung dessen, was aus Sicht der Romantiker vorher noch durch politische, philosophische, religiöse Ideen zusammengehaltenes Eines war. Ausdifferenzierung bedeutet Trennung, Unterscheidung und Spaltung. Und genau das geschieht gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Bereiche werden zunehmend von ihrer Verflechtung mit der Religion gelöst. Es entstehen von den Kirchen unabhängige Institutionen. Spiritualität wird unter dem Eindruck der aufklärerischen Philosophie als Geisterseherei denunziert. Die Romantiker diagnostizieren deshalb einen Riss, der mitten durch die Welt und die Herzen geht. Sie streben nach Heilung dieses Bruchs, den nach ihrer Ansicht jeder Mensch in sich selbst erlebt, beschreiben ihre Fremdheit in einer gespaltenen Lebenswelt. Einer Welt, aus der Gott, das Wunderbare und das Staunen zugunsten einer Mentalität verschwinden werden, die alles erklären zu können glaubt. Und dabei sind die Romantiker sehr produktiv. In Kunst, Literatur, Musik und Philosophie. Dorothea, August und Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck, Caspar David Kraftlichen Strom. Wir haben philosophisch hoch ambitionierte Autorinnen, wie etwa Caroline von Günderrode. Wir haben politisch engagierte Autorinnen, wie etwa Bettine von Arnim mit ihrem Armenbuch. Wir haben die Rolle der Jüdinnen in den Berliner Salons, die enorm wichtig gewesen sind für die Entwicklung der Romantik. Man muss allerdings auch sagen, Frauen spielen auch eine Rolle in der zweiten Reihe. Dafür haben die Männer zum Teil gesorgt. Es enthält zum einen emanzipatorische Züge, etwa wenn es darum geht, die Liebe gegen die Ehe zu verteidigen, wie Schlegel das in bahnbrechenden Texten theoretischer, aber auch literarischer Art getan hat. Weiblichkeit wird aber auch, da sind die Romantiker einfach Teil der sattsam bekannten Kodierung von Weiblichkeit um 1800. Weiblichkeit wird auch zu einem Marker für Natur, Natürlichkeit, Privatheit, was immer impliziert Ausschluss aus der Sphäre der Öffentlichkeit, der Autorschaft, der Politik und so weiter. Das sind die problematischen Kehrseiten einer Idealisierung von Weiblichkeit. Wir suchen überall das Unbedingte und finden immer nur Dinge. Friedrich von Hardenberg alias Novalis.
das, was nicht zum Ding, zur Sache gemacht werden kann, suchen. Und dabei immer wieder auf eine Wirklichkeit zu stoßen, in der nur Sachliches, die Fakten, gelten. Novalis' Satz ist das Fazit einer verzweifelten Suche. Denn die Romantik war eine Suchbewegung, entstanden aus der Sorge, dass der Mensch sich selbst aus dem Blick verliert. Auf Wissenschaft und entstehende Technik hatten viele Menschen mit Hilflosigkeit und Angst reagiert. Verlorenheit war das vorherrschende Gefühl. Aber auch das Streben nach Allheit, nach Verbundenheit mit dem Kosmischen, dem Unerklärbaren und dem Unvordenklichen, wie Friedrich Schelling es nannte. Gemeint ist damit ein Befinden, was nicht rational, also vom Verstand, begründet und erklärt werden kann. Denn Denken wurde von den Romantikern in erster Linie als Gefühl gesehen. In ihren Büchern drückt sich das meist nicht in einer klar strukturierten Handlung aus, sondern vielmehr in der Anhäufung von symbolischen Orten, an denen mysteriöse Dinge geschehen. Nebelverhangene Wälder, mittelalterliche Schlösser und Klöster, die Kreidefelsen auf Rügen. Ich fühle in mir ein Leben, das kein Gott geschaffen und kein Sterblicher gezeugt. Ich glaube, dass wir durch uns selber sind und nur aus freier Lust so innig mit dem All verbunden. Friedrich Hölderlin. Kritik an der Romantik entzündete sich vor allem an einem Verhalten, das man heute als Eskapismus bezeichnet. Weltflucht, Abtauchen in die private Umgebung, die Idylle der eigenen Vorstellungen und Wünsche. Tatsache ist, der Versuch einer kulturrevolutionären Antwort auf eine umfassende Epochenkrise. Der Trierer Literaturwissenschaftler Herbert Uehrlings. Umfassende Epochenkrise bedeutete für die Romantiker aus heutiger Sicht, dass sie das Gefühl hatten, dass die Entwicklung in Europa, wie man in dem Fall sagen kann, denn Europa war der Denkhorizont, nicht einfach nur Deutschland, dass Europa insgesamt in eine Krise geraten war. Das hatte verschiedene Gründe. Aus heutiger Sicht steht im Vordergrund Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche, Ausdifferenzierung dessen, was aus Sicht der Romantiker vorher noch durch politische, philosophische, religiöse Ideen zusammengehaltenes Eines war. Ausdifferenzierung bedeutet Trennung, Unterscheidung und Spaltung. Und genau das geschieht gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Bereiche werden zunehmend von ihrer Verflechtung mit der Religion gelöst. Es entstehen von den Kirchen unabhängige Institutionen. Spiritualität wird unter dem Eindruck der aufklärerischen Philosophie als Geisterseherei denunziert. Die Romantiker diagnostizieren deshalb einen Riss, der mitten durch die Welt und die Herzen geht. Sie streben nach Heilung dieses Bruchs, den nach ihrer Ansicht jeder Mensch in sich selbst erlebt, beschreiben ihre Fremdheit in einer gespaltenen Lebenswelt. Einer Welt, aus der Gott, das Wunderbare und das Staunen zugunsten einer Mentalität verschwinden werden, die alles erklären zu können glaubt. Und dabei sind die Romantiker sehr produktiv. In Kunst, Literatur, Musik und Philosophie. Dorothea, August und Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck, Caspar David Friedrich, Bettine und Achim von Arnim, Clemens Brentano, Friedrich Schelling, Johann Gottlieb Fichte, Caroline von Günderode, Josef von Eichendorff, Jean-Paul, Friedrich Schleiermacher. Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Du wärst der denkende Mensch nicht, wärst du nicht der leidende, der gärende Mensch gewesen. Friedrich Hölderlin in seinem Buch Hyperion. Krise hat jetzt aber auch bedeutet, analog zu dem Wortgebrauch in der Medizin, es sind gleichzeitig alle Möglichkeiten da, die Krise zu überwinden. In der Medizin ist die Krise der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Krankheit einen negativen, gar tödlichen Verlauf nimmt oder einen guten Verlauf nimmt, der zur Genesung führt. Und genauso haben insbesondere die Frühromantiker ihre eigene Zeit gesehen. Das ist die Konstellation, die zu erklären hilft, warum hier so viel Aufbruchstimmung gewesen ist, trotz, gerade wegen der Krise. Die Romantik setzt in dieser Aufbruchstimmung auf das unabhängige Ich, das sich den Zwängen der Zeit nicht unterwirft. Ihre eigene Zeit gesehen. Das ist die Konstellation, die zu erklären hilft, warum hier so viel Aufbruchstimmung gewesen ist, trotz, gerade wegen der Krise. Die Romantik setzt in dieser Aufbruchstimmung auf das unabhängige Ich, das sich den Zwängen der Zeit nicht unterwirft. Dieses Ich besteht jedoch nicht nur aus Verstand, sondern vor allem aus Gefühlen.
Unser Kopf sucht nach systematischen und logischen Erklärungen, unser Herz dagegen nach Geborgenheit und Vertiefung. Die Romantiker wollen die Sinnesempfindung gegenüber dem Denken stärken, machen sich allerdings keine Illusionen darüber, dass das eine ohne das andere nicht geht. Es ist gleich tödlich für den Geist, ein System zu haben und keins zu haben. Er wird sich also wohl entschließen müssen, beides zu verbinden. Friedrich Schlegel. Die Romantiker haben sich befreit. Sie hatten das Gefühl, wir müssen uns von diesen Zwängen lösen und ein freies Leben führen, auch geistig. Und das hat dem Menschen wieder ein Gefühl für sein kreatürliches Dasein gegeben. Und da muss man kein Spinner sein, um so etwas zu empfinden. Im Gegenteil, auch heute werden die Leute, die so langsam wieder das rein Rationale und Mechanistische überwinden, es nicht ablehnen, aber sagen, das ist noch nicht das ganze Leben. Wenn ich für die höhere Mathematik schwärme, bin ich auch nicht gegen das kleine Einmaleins. Ich kann nicht alles mit der Vernunft entscheiden. Denn wenn ich mit der Vernunft entscheide, kann ich nur die Informationen nutzen, die mir bekannt sind, die ich wissentlich kenne. Wenn ich aber aus dem Herzen entscheide, dann kann ich all das empfinden, was mir irgendwie aus dem Unbewussten, aus Erinnerungen, aus Gedanken, die ich gar nicht mehr kenne und erfahren kann, wieder verwenden. Ich kann es in meine Entscheidung einbeziehen. Und das ist das Wichtige. Wir dürfen uns nicht auf die Informationen für unsere Entscheidung beschränken, die uns verstandesmäßig zur Verfügung stehen. Eine Tatsache springt ins Auge, wenn man sich mit dem Denken der Romantik auseinandersetzt. Es gibt keine klare Trennung zwischen Philosophie, Theologie, Literatur und Poesie, wobei letztere geradezu als Organ der Philosophie gesehen wird. Maßgebend für diese Ansicht ist der Philosoph Friedrich Schelling, einer der wenigen Hauptdarsteller der Romantik, die nicht literarisch arbeiteten. Der Philosoph muss ebenso viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Die Menschen ohne ästhetischen Sinn sind unsere Buchstabenphilosophen. Romantisch ist auch die Idee, dass Philosophie und Poesie eine spirituelle Aufgabe zukommt, die Wiederverbindung des Menschen mit Natur und Schöpfung. Denn diese Verbindung war nach Ansicht der Romantiker durch die Abkoppelung des Lebens vom Religiösen verloren gegangen. Nur eine Verbindung von Ästhetik, Dichtung, einer kulturrevolutionären Antwort auf eine umfassende Epochenkrise. Der Trierer Literaturwissenschaftler Herbert Uehrlings. Umfassende Epochenkrise bedeutete für die Romantiker aus heutiger Sicht, dass sie das Gefühl hatten, dass die Entwicklung in Europa, wie man in dem Fall sagen kann, denn Europa war der Denkhorizont, nicht einfach nur Deutschland, dass Europa insgesamt in eine Krise geraten war. Das hatte verschiedene Gründe. Aus heutiger Sicht steht im Vordergrund Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilbereiche, Ausdifferenzierung dessen, was aus Sicht der Romantiker vorher noch durch politische, philosophische, religiöse Ideen zusammengehaltenes Eines war. Ausdifferenzierung bedeutet Trennung, Unterscheidung und Spaltung. Und genau das geschieht gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Die gesellschaftlichen Bereiche werden zunehmend von ihrer Verflechtung mit der Religion gelöst. Es entstehen von den Kirchen unabhängige Institutionen. Spiritualität wird unter dem Eindruck der aufklärerischen Philosophie als Geisterseherei denunziert. Die Romantiker diagnostizieren deshalb einen Riss, der mitten durch die Welt und die Herzen geht. Sie streben nach Heilung dieses Bruchs, den nach ihrer Ansicht jeder Mensch in sich selbst erlebt, beschreiben ihre Fremdheit in einer gespaltenen Lebenswelt. Einer Welt, aus der Gott, das Wunderbare und das Staunen zugunsten einer Mentalität verschwinden werden, die alles erklären zu können glaubt. Und dabei sind die Romantiker sehr produktiv in Kunst, Literatur, Musik und Philosophie. Dorothea, August und Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck, Caspar David Friedrich, Bettine und Achim von Arnim, Clemens Brentano, Friedrich Schelling, Johann Gottlieb Fichte, Caroline von Günderode, Josef von Eichendorff, Jean-Paul, Friedrich Schleiermacher. Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Du wärst der denkende Mensch nicht, wärst du nicht der leidende, der gärende Mensch gewesen. Friedrich Hölderlin in seinem Buch Hyperion. Krise hat jetzt aber auch bedeutet, analog zu dem Wortgebrauch in der Medizin, es sind gleichzeitig alle Möglichkeiten da,
die Krise zu überwinden. In der Medizin ist die Krise der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Krankheit einen negativen, gar tödlichen Verlauf nimmt oder einen guten Verlauf nimmt, der zur Genesung führt. Und genauso haben insbesondere die Frühromantiker ihre eigene Zeit gesehen. Das ist die Konstellation, die zu erklären hilft, warum hier so viel Aufbruchstimmung gewesen ist, trotz, gerade wegen der Krise. Die Romantik setzt in dieser Aufbruchstimmung auf das unabhängige Ich, das sich den Zwängen der Zeit nicht unterwirft. Dieses Ich besteht jedoch nicht.